Eine schwierige Aufgabe liegt vor uns, denn unser Wagen ist nicht wirklich für diesen Kurs gemacht, auch wenn er mir mittlerweile ziemlich viel Spaß macht, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2019. Ach, diese Aussicht auf das Grün. Großer Preis von Ungarn. Aber wir sind den ersten Schritt gegangen. Mit diesem Rennwochenende haben wir die erste Verbesserung bei der Aero. Nächstes Jahr wird das hier ein Fest werden mit einem Aero-Auto. Sondersgleichen. In Sachen Entwicklung. Andere haben natürlich von Haus aus einen riesen Vorsprung, weil sie da einfach in dieser Abteilung besser sind. Guten Morgen. Ich habe den Überblick über den Grand Prix. Ja, wir haben ja Frontabtrieb. Frontabtrieb ist gut. Sieht so aus, als wäre mit den neuen Teilen alles glatt gelaufen. Sie werden gerade eingebaut. Ein trockenes Qualifying, trockenes Rennen. Es wird bewölkt gegen Ende des Qualifyings. Wer weiß, ob wir da überhaupt noch mitmachen. Und ein Wettersymbol im Rennen. Teile werden ja noch getauscht, ne? Ja. Diesem Rennwochenende habe ich dann gedacht. Und aktuell sieht es so aus. Wir haben den letzten Platz verlassen. Den hatten wir noch vor dem Deutschlandrennen. Und im Detail. Ja, das haben wir verbessert. Wir haben schon das nächste Teil angeschoben. Beim Motor auf der 4. Ferrari hat sich ganz schön nach vorne gemogelt. Aber die haben ja auch eine Verbesserung mit dem Patch. Mit dem letzten Patch bekommen. Jetzt in Version 1.07. Aero wird zu langsam. Williams sieht so traurig aus. Aber so ist es ja auch in echt. Traurig. Und dann mittlerweile auch auf dem letzten Platz. Das ist der Verlauf. Vorletzter Platz für uns. Den letzten Platz, wie gesagt, verlassen. Mercedes, Ferrari, Red Bull, Haas, McLaren, Alfa, Sauber vor Renault. Aber Williams steht echt gut da. Die haben Saisonbeginn einen riesen Rückstand gehabt, den haben die auf einmal aufgeholt. Keine Ahnung, woher sie das ganze Zeug haben. Hat bestimmt Mercedes rübergeschoben. Gut, dann gehen wir ans erste Freitraining. Wir begrüßen Sie aus der Puszta in der Nähe von Budapest zum Start des Grand Prix von Ungarn. Die Fahrer begeben sich gleich auf die Strecke und sind bereit, uns ein herausragendes Rennwochenende zu bescheren. Was war denn das für ein Knäuel? Ein herzliches Willkommen an alle unsere Zuschauer und natürlich auch an Stefan Römer. Stefan, es steckt ja augenscheinlich eine Menge harter Arbeit in diesen Sessions. Da wird eine Menge simuliert, eine Menge nachgedacht. Ist das eigentlich alles nur lästige Routine oder haben die Fahrer trotzdem an so einem Training auch noch Spaß? So etwas wie Routine gibt es sicher nicht, wenn es um das Fahren eines Formel-1-Autos geht. 300 Kilometer in der Stunde auf der Geraden, 4G in den Kurven. Die Fahrer können die Kräfte, die auf ihre Körper wirken, gar nicht ignorieren. Das ist harte Knochenarbeit, Runde für Runde. Aber ich denke nicht, dass einer der momentanen Fahrer seinen Job als lästige Pflicht bezeichnen würde. Auch falls man mal einen schlechten Start ins Rennwochenende hinlegt. Wenn man konzentriert weiterarbeitet und die Ruhe bewahrt, bekommt man die Möglichkeit, das Ruder rumzureißen. Ich will auch irgendwas umreißen. Während dieser Session werden wir zusätzliche Daten aufzeichnen. Mach dir keine Sorgen, dies dient nur der Überprüfung der Teile, ob sie ihren Spezifikationen gerecht werden. Gleich mal den Datenschutzbeauftragten informieren. In einer halben Stunde sieht's wie aus, immer noch stark bewölkt, aber es soll nicht regnen. Gar kein Regen, okay. Kein Regen, nur Sonne. Kein Regen mit Sonne. Okay, was haben wir denn für Teamziele? Keinen einzigen Sektor und die Autoeinstellungen. Widme dich bei Gelegenheit mal einigen unserer Trainingsprogramme. Du musst sie nicht alle in einer Session absolvieren. Doch dadurch erhalten wir wertvolle Daten für die Rennstrategie und die Autoentwicklung. Wie ihr das immer sagt.
Widme dich doch mal bei Gelegenheit, bitte, ja, bequem dein Arsch. Fast 2 Sekunden Unterschied, das ist ja auer. Das ist nicht schön. Autoeinstellungen. Hab's ja schon in der letzten Folge angerissen. Frontflügel wollte ich sowieso auf 11 stellen. Die 7 habe ich mir so vorgestellt, aber ich würde mal sagen, ich war ja auch erstmal mit 11. Ob ich nochmal ändere, weiß ich nicht. Und ich würde ganz gerne mal was ausprobieren. So niedrig wie schon lange nicht mehr. Mal gucken, ob wir aufsetzen mit einer Fahrzeughöhe von 5 und 6. Dann sind wir hier bereit fürs Rausfahren. Hol noch nicht alles aus dem Auto raus. Die Strecke ist noch ganz frisch. Fahr erst mal ein paar entspannte Runden. Die aktuelle Teilabnutzung. Bin mal gespannt, ob der Wagen hier und da Aufsätze hat. Also mehr weg von der Traktion, dafür weniger untersteuern mit dieser geringen Fahrzeughöhe. Bisher habe ich kein Gefühl für, oder besser gesagt, ich... Na toll, der Heckflügel wieder. Ich kann nicht feststellen, dass mir das Autochen aufsitzt. Das DRS ist offline. Der Heckflügel ist unten. Du kannst also draußen bleiben, während wir daran arbeiten. Aufsetzer aufsetzt. Das Autochen sitzt auf. Vielleicht mal zu spät eingelenkt. Den Flügel kann ich aufmachen, wie ich will, da passiert nichts. Und bisher passt es mit dem Auto. Ja, der erste Test geht nicht. Tut mir leid. Und dann verpasse ich noch ein Tor. Ein Aufsetzer, das Auto sitzt auf. Das Auto setzt auf. Letzteres. Weil es sitzt ja nicht. Ist ja kein Aufsitzer. Es setzt auf. Oh. Kacke, glaube ich. Dritter Gang ist zu niedrig. Jeff, warum hast du noch nichts gesagt zu diesem Heckflügel? Ich muss mich doch informieren, dass das Ding wenigstens zu, ja. Da war Wiese im Spiel. Na, die Fahrzeughöhe kann ich so fahren mit dem aktuell entwickelten Auto. Nächstes Jahr, wenn das Auto schon ganz anders dasteht, könnte das auch wieder ganz anders aussehen. Ich glaube, das mit dem Aufsetzen kam mit der Chassisentwicklung in der Vergangenheit. Heckflügel funktioniert immer noch nicht. Diesen Kurven können wir noch etwas Zeit rausholen. Kurve 2, Kurve 4, Kurve 7. DRS offline. Es gibt einen Fehler im Heckflügelsystem. Bleib draußen, wir können von hier aus an dem Problem arbeiten. Damit habe ich automatisch immer ein paar rote Punkte auf der Runde, wenn ich DRS nicht einsetzen kann. Dann müssen die Kurven sehr gut funktionieren, damit wir grün bekommen. Also heißt es besonders anstrengend. Ja, Fahrzeughöhe gefällt mir so. Wer weiß, wie das mit einem vollbetankten Auto ist? Könnte ich ja sicherheitshalber nochmal ausprobieren. Mir ist zu weit innen gefahren. Wieder
jetzt weiter außen. Schmutz. So, da gibt es hier bloß 2 DS-Zonen. 6 Punkte jetzt für die Streckenakklimatisierung. Jawohl, grüne Tasche. Kann ich nächste Runde auf Rundenzeit setzen. Heckflügel funktioniert immer noch nicht. Runde. Das ist die letzte Runde des Programms. Das DRS hat einen Fehler. Du wirst den Heckflügel nicht öffnen können. Wir suchen nach einer Lösung. Bleib auf der Strecke. Such mal schneller, Jeff. Eingelenkt. Und zu früh eingelenkt. Na, hier habe ich etwas verzogen. Auch etwas zu früh eingelenkt. Vollgas geblieben. Heckflügel funktioniert nicht. Eine Sekunde schneller, eine 1.23.875. Und oben ist es eine 8.74. Könnte sich auszahlen, das nochmal zu versuchen. Also auf dem Lenkrad ein Tausendstel mehr als oben rechts in der Anzeige. Im OSD. Das DRS ist offline. Der Heckflügel ist unten. Du kannst also draußen bleiben, während wir daran arbeiten. Wir sollten mal unseren Heckabtrieb verbessern. Beziehungsweise bei der Aero den Luftwiderstand. Dann kommt die DRS-Fehler vielleicht weniger vor. Kann es sein, dass die dann wirklich weniger vorkommen? Seltener vorkommen? Könnte sein, das kann ich mir vorstellen. Oh geil, man sieht mittlerweile das... Oh, geil. Man sieht mittlerweile den Aquapark hier in Mojarod. Hoppala. Bei der Vierganggangkurve rechts die bunten... Na, Kanäle, sag ich jetzt mal. Schön, dass Codemasters daran gedacht hat. Boxenstopp in dieser Runde. Boxenstopp. Hülkenberg hinter dir. Ja, war der erste Funkspruch. Zeit beträgt 1 Minute 23,9. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Statt aus dem Kollege. Er ist auf Rang 11. Codemasters hat ja mit diesem Spiel etwas mehr Weitsicht so schnell reingebracht, wenn man über die Strecke fliegt am Anfang einer Session. Da wird ja mehr gezeigt als zuletzt und da haben die jetzt diesen Aquapark mit reingebaut. Schön. Ohne DS waren wir jetzt nicht wirklich repräsentativ. An die Autoeinstellung gerade denken und dann gleich mal ändern. Es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Fertig. Jo. Ich werde sicherheitshalber nochmal rausfahren mit einem schweren Auto und dann gucken, wie das Teil sich da verhält. Denn wenn das Auto schon aufsitzt, dann habe ich ein Problem. Ich kann nicht einfach weniger Sprit tanken, damit der Wagen höher liegt. Es geht im Rennen schwierig. Es geht schwierig, ist auch toll. Es geht schlecht. Es kam gar keine Reparaturzeit, aber es piept wieder. Also geht der Flügel auf.
Dass Codemasters auch nicht geändert hat mit dem Update, diese blöden Rillen da auf den Reifen. Sieht aus, als hätte ich mir die überall aufgeschlitzt. Da, links die Rohre. Die bunten Dinger, das ist der Aquapark. Ich glaube, der heißt so. Ich habe das ja bei F1 2018 mal. Im vorletzten oder im letzten Ungarnrennen. Also Saison 3 oder 4, ich glaube eher 4. Habe ich das ja mal angesprochen. Dass ich mir den mal etwas genau angeschaut habe. Naja, jetzt war ich erstmal reifensparend. Einmal 33 Minuten. Der Esstest bestanden. Juhu! Mit viel Flügel hänge ich wohl gleich erstmal zurück. Gucken, wie das dann in den Kurven aussieht. 500. Rückstand. 2000. Ich will ja gerade nicht überholen. Aber grundsätzlich gefällt mir das schon mal sehr, wie der Wagen hier liegt. Am dritten geblieben. Oh, das war zu viel Anstand. Scheiße. Die Runde kann ich zeitlich vergessen. Es wäre sehr überraschend, wenn ich das jetzt noch schaffen würde. Weil ich habe gerade 14. gewonnen. Jetzt können wir nicht mehr viele Kurven. Ich bleib trotzdem mal dran. Ich kriege mir noch grün hin. Ne, 19. Dann müssten wir ja schon richtig zaubern. Nur noch 16. Was man hier rausholt, schaut mal. 3,5 Zehntel nur noch Rückstand. Erhöhen wir das Tempo. Unsere Reifendaten sind nutzlos, wenn wir keine repräsentative Geschwindigkeit haben. Delta nicht in den grünen Bereich kriegen, müssen wir das Programm wiederholen. Er scheint mich bemerkt zu haben oder er war halt generell zu weit hinten. Auf jeden Fall sind wir in Kurve 1 nicht kollidiert. Auch nicht so gut durchfahren. Wieder, diesmal vor der Schikane Kacke gefahren. Muss jetzt noch massiv Reifen sparen, ich habe 7 Zehntel Vorsprung. Vor allem in der jetzt gleich Rechtskurve werde ich bestimmt viel sparen, wenn ich jetzt nicht so schnell fahre. Oder ich fahre die halt Kacke. Hm, toll. 8 Zehntel Vorlauf. Das Reifen werdet lila. Die gelben Dinger. Das finde ich gut. 5/16 nach Vorlauf. Auf die Zielzeit. Kommt, werdet lila. Geht auch. Okay, Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Gib Gas, komm. Oder lass uns vorbei. Noch besser. Start das Team, Kollege. Aquapark, da. Cool. Freut mich. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Sagt der Haas, mach doch mal hinne. Start das Team, Kollege. Haben wir keinen mehr, oder was? Ist der ausgeschieden? Start des Konkurrent. Tut uns leid, aber diese Informationen können wir dir gerade nicht geben. Status Teamkollege. Wird auf jeden Fall eingeloggt, aber es passiert nichts. Ich muss Jeff gucken, ob der überhaupt noch da ist.
Bin ich da nach Hause gegangen? Boxenstopp. Also, komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Diesmal eher bremsen. Minimal verbessert haben wir uns mit dieser Zeit, aber wirklich nur minimal. So, wenn das die uns hier reinschieben, gucke ich mal nach dem Aquapark. Der Ungaroring. So. Autobahn Hektar DTM 2014. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,23,7. Die Strecke, wo war das mit dem Aquapark? Ich gebe mal Ungaroring Aqua ein. Wir machen hier gleich weiter. Oh Gott, jetzt sind schon 10 Autos auf der Strecke. Aquarena, stimmt, so hieß das Ding. Wir sind 14. auf dem Temporadar. 14. 289,0 Kilometer pro Stunde. Sind wir der letzte gefahren, oder wie? 289, Moment, da gucke ich mal kurz. Aquarena, du musst gerade warten. Über 300. 289, wir. Oh, 97. Na, immerhin mit einer 2, aber halt deutlich schneller als wir. Autsch. Wir sind der letzte von denen, die eine KMH-Anzeige, Radarfallen-Eintrag haben. Moment, Moment. Ich guck beim nächsten Mal reinfahren nochmal. Aber Erlebnispark in Mojorod. Aquarena heißt das Ding. Steht zumindest bei Google bei Öffnungszeiten, öffnet um 9 Uhr am Freitag, also schnell hin da. Öffnungszeiten von 9 bis 19 Uhr. Dienstag und Montag können die Öffnungszeiten abweichen. Aha. Ist wohl sowas wie verlängertes Wochenende. Egal. Aquarena. Mit nur einem A in der Mitte. Gut, dann will ich jetzt mal rausfahren. Ich will nochmal den Wagen voll machen. Ich überlege gerade, wie viel Sprit nehmen wir denn dafür mit? Schnell noch was zu den Reifen. Wir müssen die zwei am meisten abgenutzten Sets am Ende dieser Session zurückgeben. Sie sind dann sozusagen für immer weg. Also überlege dir gut, wie du das einsetzt. Benutze keine Sets, die du später noch brauchst. Wir fahren hier 34, 35 Runden. Weiß es gerade nicht genau. Aber so in dem Dreh mit nach der 30er. Ich glaube, die echte Formel 1 fährt 71. Dann fahren wir doch 35. Wir sind 17. auf dem Temporadar. 289,0 Kilometer pro Stunde. Ganze Runde auf Standard bedeutet, wir packen mal so viel ein. Wird ja uns auch in Runden umgerechnet. Okay. Mit den gelben Reifen. Ja. So, einfach nur mal so rausfahren. Uiuiui, ist das komisch. Geht zur Strecke. Rausfahren. Mal gucken, ob ich bloß In-Outlap mache oder ob ich In-Schnell-Outlap fahre. Oder In und die nächste. Ich kann ja meine In gleich zur Outlap machen. Mal gucken, mal gucken. Gelbe Flagge hängt schon bereit. Kommt wer an? Mercedes. Kommt noch ein McLaren an. So, jetzt geht's für uns auf die Reise. Wenn der Wagen jetzt nicht aufsetzt, dann ist alles in Ordnung. Oder ich habe halt noch ein paar Kilogramm zu wenig eingepackt und 2 Kilogramm mehr geben die Entscheidung. Dann rutschen wir in den ersten Runden sehr rum. Fühlt sich aber schon mal nicht schlecht an.
Hab nicht das Gefühl, dass der Wagen irgendwie blöd in der Kurve ausbricht. Weil Unterboden auftockt. Die Räder etwas in der Luft hängen und dann weiter drehen und das Auto drehen. Also ich fahre jetzt gleich nochmal über Stadtzier. Aber ich hätte das schon gemerkt, wenn hier was wäre. Gut. Aus der Box kommt keiner. Vielleicht mal 16 langsamer. Etwas zu spät gebremst mit der Schwere des Fahrzeugs. Schon 14 Rückstand. Das war kacke. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Start das Teamkollege. Er ist auf Rang 10. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 22,9. 18 vor uns. Gut, bin meine gelben Reifen auch kaum ausgefahren vorhin. Ich war ja nur minimal schneller, kein Zehntel schneller als mit den weißen. Und werden jetzt DRS. Meine Runde war einfach überhaupt nicht gut. Und mit der Fahrzeughöhe können wir ins Rennen gehen. Freut mich. Ein Haas kommt hinter uns rein und ein Renault, der nicht ganz so golden aussieht, fährt weiter. Es ist zwar eine Selbstverständlichkeit, doch sollte es sein, aber ich muss mal lobend erwähnen, dass ich noch keine Zusammenfassung liefern musste. Weil Spiel- und Aufnahmeprogramm sie nicht mochten. Sich nicht mochten. Das klang gerade etwas zu verschlungen. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,23,7. Also eine 22. Achter. Auf den gelben Reifen. Hätte gern wieder noch mehr Flügel, damit wir auf der Geraden noch langsamer sind. Dann sind wir hier durch. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Dreimal Leclerc, gelb da. Verstappen und Lewis Hamilton. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Pierre Gasly und Giovinazzi auf den Weißen. Claire meldet sich nicht. Wie ist es, Letzter zu sein? Weiß nicht. Wir haben jetzt schon über 2000 Ressourcenpunkte und wir können aktuell nicht mehr entwickeln, deswegen brauchen wir schnellstens einen neuen Vertrag. Nach dem Rennen gibt's das und dafür müssen wir dem Vertrag entsprechend gutes Rennen fahren. Wahrscheinlich bekommen wir eine Rufverbesserung bei einzelnen Teams, weil wir nicht faul waren und gefahren sind. Ich schätze mal, es wird auch einfach an der Rundenzeit hängen, wie viel Ruf man da verbessert, aber ich schätze auch, ob das auch zählt, ob ein Team das egal ist, ob man faul ist oder nicht, weiß es nicht, aber ich schätze mal, überwiegend wird es von der Rundenzeit abhängig sein. Rundenzeitplatzierung. So, Sprit sparen mit den roten Pneus. Kaum Gummi ab
Abrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. Mal gucken, was wir für einen Reifenabnutzungsfaktor mit den roten, mit den gelben Reifen haben, wenn ich dann Flüge 11-11 fahre. Bei der Rennstrategie. So, Ampel leuchtet nicht blau. Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Trockenreifen passen gerade am besten. Der Flügel ist offen. Jetzt schon vorne 91 Grad auf dem Vorderreifen. Das sieht schon cool aus mit den Wasserrutschen da oben. Details sind was Feines und viele Details können viel ausmachen. Das ist was, was ich sehr gerne sage und insofern freut mich das wirklich sehr von Codemasters. Freut mich das sehr, was die da geliefert haben. Mit diesem kleinen Aquapark. Auch Kleinigkeiten können toll sein. Ist zwar überhaupt nicht entscheidend für das Spielerlebnis, das fahre ich doch, das ist entscheidend. Details können entscheidend sein. Ist nicht entscheidend für das bloße Fahren, aber wenn man sich freut, dass die Strecke toll aussieht oder dass man einfach merkt, da hat man sich Mühe gegeben, dann fährt man vielleicht auch besser, weil wenn man sich in dem Spiel wohlfühlt, wenn man sich freut, dann fährt man vielleicht noch besser. Sprit sparen. Fährt man noch nicht so viel sparen mit auf einer geraden Lupfenwahl, Rundenzeit. Muss erstmal Vorrang haben. Jetzt bin ich zu weit in. Zwei Zehntel Rückstand. Jetzt habe ich 17 Rückstand. Oh oh. Und wieder zu weit innen. Scheiße. Sprit wird nicht grün. Dafür werden die Räder grün. Mein Zehntel Rückstand. Sprit sogar rot. Ach je. Zeit und Sprit passen nicht. Das sind ja super Aussichten. Die letzte Kurve räumen wir verdammt viel Zeit raus. Mann, ist das rot mit dem Sprit. War nicht gut. Du musst dich noch verbessern. So, auf dem Rest der Runde wird Gas gegeben. Mit frühem Hochschalten. Passt die Zielzeit. Mist. So, wieder den dritten Gang durchgezogen. Sprit grün, ich muss jetzt nur auf die Zeit setzen. Der Rest bleibt hoffentlich. Wobei, hier habe ich vorhin viel Sprit verloren. Genau in diesem Abschnitt. Oh, ich bin fast wieder im roten Bereich. Wieder. Wieder so viel Sprit verloren. Zeit nicht viel Vorsprung, da kann ich nicht viel lupfen. Ach du Kacke. Wie viel ich hier Sprit verliere. Zeit passt. Jetzt muss es einfach nur grün werden. Lila kriege ich eh nicht hin, aber grün war jetzt sehr wichtig. Mehr, wenn du daran arbeitest.
Na, zum Glück können wir mit der Rennstrategie selbst bestimmen, wie viel Sprit rein muss. Wenn ich einfach so fahre, wie ich fahre. Und das dann einfach entsprechend berechnet wird. Zielzeit noch 210 Volt schon. Ich setze jetzt mal auf Rundenzeit. Lila kriege ich eh nicht mehr hin. Knapp 2/10 läuft schon auf meine eigene Bestzeit. Jetzt noch 1/10. Und Vorlauf. 22.430 und oben rechts steht 4.19. Warum jetzt auf einmal mehr Abstand als zum Beispiel zu Beginn des freien Trainings? Mir ist das vorher gar nicht aufgefallen, weil ich da gar nicht so genau hingeschaut habe. Diese Punkt-0-0-0-Runde in Deutschland auf dem Hockenheimring, die war entscheidend dafür. Weil die habe ich gesehen, ich gucke selten nach oben rechts, da gucke ich meistens hin, wenn ich in die Box fahre und meine Zeit notiere. Aber wenn ich fahre, dann gucke ich immer aufs Lenkrad. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Ich weiß nicht, was daran so schwierig ist, Codemasters, die Zeit auf dem Lenkrad oben rechts mit der ganz oben rechts im OSD zu synchronisieren. Bei Excel wäre das einfach. Da setzt du einfach ein Ist gleich hin und sagst hier, Zelle für Lenkrad ist gleich Zelle für OSD da oben. Naja, ich denke, da wurde es einfach. Das Spiel besteht nicht aus vielen Excel-Tabellen. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Status dem Kollege. Kam wohl zu spät. Gleich wird Strom gespart, da fahren wir mal die ganze Runde auf niedrig. Beziehungsweise auf Stadtziel nicht. Wobei ich fahre den ganzen ersten Sektor auf Mittel oder vielleicht sogar auf Hoch und den Rest dann auf niedrig. Damit fahren wir dann über 50% der Runde auf niedrig, das sollte reichen. Mal gucken, wie stromverschwenderisch wir sind. Alles fertig. Dann sind wir bereit. Meint auch der Antrieb. Vielleicht beim Trinken die Flasche leicht eingedellt. Mal gucken, ob es gleich einen Knack gibt und die Delle wieder gegenreagiert. Start ist dem Kollege. Er ist auf Rang 10. Hier auf der 2, der Lukas ist vor uns. Fahrer hinter mir. Grosjean hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 22,8. Wenn ich am Ende der Runde merke, ich muss noch mehr Strom sparen, dann kann ich ja noch den Stromeinsatz komplett deaktivieren. Kann man noch teilweise deaktivieren? Wenn es eine Einheit ist mit vielen Zahnrädern, kannst du ein Zahnrad deaktivieren. Aber wenn du nur eine Stellschraube hast, Stromeinsatz, nein oder ja ein bisschen oder ja ein bisschen mehr, dann ist es was anderes. So. Statt hier fahre ich auf hoch. Das Spannen der Outlap bringt nicht viel, weil eh gleich auf 50% gesetzt wird beim Überfahren der Linie. Achtung, 67, zack, 50.
kann man wirklich nicht den ganzen ersten Sektor auf hoch. So, zweit in. Zehntel nach Rückstand. Beim Bergaufstück schalte ich wieder auf hoch. Strom sehr rot. Der Gang des Mucks. Eieiei. Kacklinie. 18 Rückstand, das kann ich wohl vergessen. Bei noch 15 Rückstand. Ich bleib dran. Lila. Ah, 14, jetzt wird das wieder zu viel. Und wenn ich in der letzten Kurve 4 gewinne. Ha! 4 gewinnen, grün! 19 langsamer als die eigene Bestzeit. Dranbleiben lohnt sich. Und mit dem zweiten sieht man besser. Start aus dem Kollege. Er ist auf Rang 13. Immer noch ohne Zeit. Meines der Foul. Hätte ich die Trainingsprogramme nicht, dann würde ich ja auch fahren. Aber eben nur für meinen Rhythmus. Was auch alles andere als schlecht ist. Wenn ich mich das ganze gesamte Freitraining nur darum kümmern kann, einen Rhythmus zu finden, ohne irgendwelche Tore zu durchfahren oder irgendwas besonders zu sparen. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Ich schätze mal nicht, dass Perez noch irgendwas hinlegt. Wer fährt denn jetzt raus? War das Perez hinter uns? War das auf jeden Fall. Ja, das Geräusch kommt von links, dieses leichte Surren. Ne, ist nicht der Perez, es war ein McLaren. Die sind aber gleich nebenan. Da hinten weht eine Brasilienflagge. Es ist so schade, dass es keinen brasilianischen Fahrer mehr gibt. Man hatte vielleicht Hoffnung auf Felipe Massa, als der reingekommen ist. Da war Massa ja auch schon lange dabei, der Felipe. Ja, jetzt haben wir gar keinen mehr. Vielleicht kommt der Sergio, der die Kameras setzt rein. Vielleicht schafft er das ja. Der Sergio set die Kamera. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1,22,4. Und Temporada, wir haben schon alle Teamziele erreicht, weil kein Sektor dabei ist. Hat Perez noch? Perez hat was. Hallo. Da hat er was mit einer Null. Aber eine Sekunde langsam auf dem gleichen Reifentyp. Komischer Typ, Perez. Wir sind Neunter auf dem Temporadar. Neunter. 286,5 Kilometer. Es wird immer schneller. Nochmal 3 Kilometer weniger in der Stunde. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Bottas, Hamilton und Charles Leclerc. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja, es bringt nichts, wenn ich auf der geraden Arsch langsam bin und dadurch nicht überholen kann, aber es bringt mir vor allem hier auf dem Ungaroring gar nichts, wenn ich auf der geraden supermäßig bin, aber in den Kurven eine Sekunde auf den Vordermann verliere und so meine Überlegenheit auf der geraden überhaupt nicht mehr ausspielen kann.
bisschen zu früh gedrückt. Training 3, los geht's. Jetzt wird's interessant, Rennstrategie. Ich muss nochmal gucken, wie sehr die roten Reifen sich abnutzen. Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch. Also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Die Teamkleidung sieht doof aus. Also, so sehr mir die Fahrzeuglackierung gefällt, ich glaube, selbst wenn die Fahrzeuglackierung 1:1 die Teambekleidung wäre, ich würde die nicht anziehen wollen. Also das Auto gefällt mir sehr, aber als Kleidung kann ich mir das Auto nicht vorstellen. In dem Design. Geht's euch da ähnlich? Also ich finde den Rennpunkt Force India in seiner aktuellen Lackierung echt toll, aber jetzt mal abgesehen davon, dass die Teamkleidung, da war es ein Vögel hochgeflogen, anders aussieht als die Lackierung. Ich würde mir das Auto nicht überziehen wollen. Geht's euch da ähnlich? Hoppala, zu viel Randstein. So, rote Reifen. Und hoffentlich mal eine entsprechend gute Zeit. Ja, rote Reifen sage ich, gelbe meine ich. Die gelben sind super, weil die halten etwas und sind relativ schnell. Ich fahre mal nur auf Stadtziel auf Fett. Den Rest auf Standard. Nicht gut angefahren, die erste Kurve. Links fast die Wiese mitgenommen beim Einlenken. Eine Sekunde Vorlauf auf die Zielzeit. Und hier kommt ja nochmal was zusammen, vor allem in der letzten Kurve. 1,1 Sekunden Vorlauf. 1,2 vor der letzten Kurve. Damit ist diese nächste Runde schon mal im Eimer. Na, da freuen sich die Zuschauer, ist klar. Okay, du warst in dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal. Wobei, eine halbe Sekunde kriege ich wieder rausgeholt. Ist die Reifenabnutzung? Nur 13 Rückstand. Den Ausgang, ja, und die Kurve 1 nicht gut hinbekommen vorhin. Also Rundenzeit wird noch, aber ist gerade nicht repräsentativ, da könnte ich viel besser sein. Bin jetzt gar nicht auf Fett gefahren. Oh, oh. Dann muss ich nächste Runde woanders nochmal auf Fett fahren. Beim Berg hoch, schätze ich mal. Ich halt jetzt schon in etwa 10 bis 15 Minuten reden. Aha. Sehr interessant. Muss noch knapp 2 Zehntel rausholen.
großartige Runde. Du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Was heißt der eigene Bestzeit? Eine halbe Sekunde. Nicht gut. Heck, kommt leicht rum. Den Rand schon etwas zu sehr erwischt. Mit zu viel Geschwindigkeit. Hoppala. Nicht gut. Mann, das nervt mich gerade, was ich hier in den Tag lege. Knappe Sekunde Vorlauf, 1,2 auf die Zielzeit, 22,8. Besser angefahren die Kurve 1 als überhaupt bisher. In T3. So, halbe Zehntel Vorlauf. Sekunde von auf der eigenen Bestzeit. Es wird in Mist. Und auf 14 von auf. Halbe Sekunde, 22,3. Genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Damit haben wir Lila in der Tasche. Lila in der Tasche. Und ich bin eine Zehntel langsamer. Und ein Stück zweiter außen. Aber nur 400 Länden dran. Stein. Oh, schön spät reingebremst. Es macht einfach Spaß hier zu fahren. Klang bei F1 2014 noch etwas anders. Ich weiß. Gut. Wollt nicht groß vom Gas gehen, Auto ganz geblieben, hoi. Jetzt will ich mir einfach nochmal anschauen. Es ärgert mich, dass ich diesen einen Dreh in der letzten Kurve nicht gesehen habe von außen. Highlights gibt's ja hier im Training leider nicht. Ist das Dreck oder ein Schatten? Das ist ein Bug, ein Grafik-Bug. Fehler? Ist da links auf der Wiese? Randstein, zack, Vollgas. Nee.
Schade, die Kamera hätte besser sein können. Und da ist ein Renault. Bin ich mal so nett, mach Platz. Der wird in den Kurven besonders gut sein. Ach, er will noch gar nicht schnell fahren. Wie bitte? Die Verbindung bricht ab. Ja, es bremst. Bleibt er hier stehen? War er gerade auf einer... was weiß ich, In- oder Outlap ist. Will er uns auf jeden Fall vorbeilassen. So, Start des Teamkollege. Er ist auf Rang 12. Ohne Zeit, was macht er denn? Start des Konkurrent. Ich fürchte, dafür fehlen uns Daten. Okay, ich lasse es. Jetzt kommt der Ferrari von hinten an. Oh, ich fahre mir die Nase in ihm kaputt, weil er herumdödelt. Dann bleibe ich jetzt hier vorne. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Sollen wir beide regnen, deswegen müssen wir uns beeilen. Können wir uns keine Nasenreparatur erlauben? Status Konkurrent. Für diese Information fehlen uns derzeit Daten. Aber du sitzt gerade nicht Teamkollege mit Konkurrent gleich, oder? Jeff? Schnellste Runde insgesamt. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1 Minute 21,0. 1,3 Sekunden vor uns. Also ich war nochmal eine Zehntel schneller als mit den Roten vorhin. Aber mit den Gleichroten sollte ich meine ganze Ecke schneller fahren. Abnutzungsfaktor unter 1. Na hey. Nur 97. Gucken, ob nochmal Temporadar zum Thema wird. Fertig, bereit. Wo ist denn das Ding hier eigentlich auf Stadtziel? Alles andere wäre ja schon Quatsch. Denn es geht ja um Tempo und wenn man das misst, dann... Na gut, man kann auch Tempo in der Kurve messen, aber da gelber Punkt. Oh, so weit vom Bremspunkt. Warum kann man nicht einfach den Höchstwert auf der Geraden nehmen, ohne speziellen Messpunkt? Wer später bremst, der hat eine höhere Endgeschwindigkeit, weil er... Nein, nicht wirklich. Länger auf dem Gas bleiben kann. Warum macht man sich so schwierig und hat da einen festen Punkt auf der Strecke, der vor allem auch viel zu weit vom Bremspunkt weg ist? Wobei es macht keinen großen Unterschied. In dem kmh-Bereich, entweder hast du einen guten Motor und bist generell da schon einige kmh voran, aber du machst jetzt nicht auf den letzten 20 kmh verdammt viel Boden gut, weil du so gut dahin beschleunigst von, sagen wir mal, 260 auf 280. Fünf Minuten! Dann schnell mal die Schikane abkürzen. Dieses auch gleich vorab hier alles auf Maximum stellen, das nervt mich. Wäre schön, wenn man das selbst einstellen könnte. Eine Einstellungsmöglichkeit für... Wie sollen die Modi stehen, wenn ich rausfahre? Nicht gut mit dem schmutzigen Reifen. Aber jetzt auch nicht entscheidend, auf der Geraden werden sie wieder sauber. Oh nö. Ich muss nur mal auf die Reifen abnutzen und gucken mit den Roten. Der Mittelsektor nerven. Der Haas. Ich muss im ersten Sektor viel mehr Strom einsetzen. Da war ich etwas zu spät auf der Bremse.
Scheint aber noch ein ganz gutes Tempo zu fahren. Ich komme gerade nicht entscheidend näher. Vielleicht fahre ich auch viel zu langsam. 14 Rückstand auf die Zielzeit. Windschatten, ich schaffe nicht mal grün. Wenn wir diese Zeit nicht verbessern können, sollten wir das Programm wiederholen. Hab nicht mehr so viel Strom. Sind wir da vielleicht in meiner Rundenzeit jetzt generell etwas besser? Oder ich kann grün vergessen. Oh, schön in der Kurve gewesen. Jetzt komme ich dem Haas zu nah. Endlich zu nah. Das kostet wieder Rundenzeit. Kacke. Die Runde kann ich knicken. Muss ich aber noch schnell fahren, damit Strom bestmöglich aufgeladen wird. Vor allem jetzt bei diesem Bremspunkt. Abstand nach vorne hinten passt. Das ist die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. Die Runde muss jetzt nicht auf die Reifen spielen, das Spiel noch mit. Ich erwische die Kurve auch kacke. Gas geben, Gas geben. 2 Zehntel Vorsprung brauche ich auf meiner Bestzeit. Mist, kommen wir nicht gut raus. Mist. Ein Zehntel hat mir gefehlt. 104.000stel. Ich befürchte, wir müssen das nochmal machen. Status dem Kollege. Er ist auf Rang 18. Was macht er denn? Er spart Teile, oder wie? Hoppala. Das mit den Bäumen hier links ist cool. Genau, ist die Strecke schön cool, weil schön grün. Update, beste Runde. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,21,4. Schnellste Runde insgesamt. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1 Minute 19,7. 1,7 Sekunden. Naja, ist auch ein Mercedes. Status Konkurrent. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,22,0. Boxenstopp in dieser Runde. Zur Probe, mal gucken, ob das der Teamkollege ist. Status Teamkollege. Er ist auf Rang 8. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,22,0. Okay. Status Konkurrent. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,22,0. Jetzt ist es klar, weil mein Teamkollege kann nicht auf einmal, wenn er eine 21er fährt, eine 22er fahren.
Also eine 21,4 und in der vierten Saison von F1 2018 eine 1,17,0. 4,4 Sekunden langsamer jetzt. Du machst das gut, weiter so. Wir rechnen mit weiteren 10 Minuten Regen. 10 Minuten noch. Ich wollte gerade sagen, es tröpfelt doch schon. Man hört da schon ein Rauschen. Der Herr Teamkollege, auch mit Roten. Richtig viele Zeiten von Perez, 3 Stück. So, Temporadar, letzte Chance, Jeff. Unsere beste Runde bei 1 Minute 21,4. Teile tauschen. Welche Teile nehme ich denn? Ich muss ja gar nicht so sparsam sein. Die Nuller nehme ich trotzdem nicht. Wir sind 20. auf dem Temporadar. 292,2 Kilometer pro Stunde. Na, immerhin die 290 geknackt. Wenn wir mal nah genug dran sind, dann könnte das Überholen trotzdem sehr interessant werden, weil wir ganz schön viel Abtrieb drauf haben. Ich freue mich schon aufs Rennen. Hier packe ich dich rein. Der Energiespeicher. Da kommst du rein. Und du. Und die Steuergeräte. Okay, hätten wir das. 292 Temporadar. 3539. Oh. Nur 6 km/h schneller, der Herr Butler. Ist der Teamkollege draußen? Das wäre interessant, aber. Ne, sieht nicht so aus. Oh, er hat sich verbessert. Und das bei Einsätzen im Regen. Hat noch jemand irgendwo eine 2 stehen ganz vorne? Meh. Na gut. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die 3 Bestplatzierten. Hamilton, Weber und Pierre Gasly. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht, hier zu fahren. Und ich freue mich schon auf mehr. Auf das Qualifying und natürlich auf das Rennen. Ich fühle mich ja heute mal wieder sehr wohl. Die Strecke hat einen tollen Fluss zum Fahren, sie schaut toll aus, war auch sehr grün, keine großen Asphaltflächen und unser Wagen liegt auch sehr gut. Also relativ sehr gut, wie er mit der Entwicklung einfach nur liegen kann. Wir fahren den Wagen relativ sehr flach und er setzt nicht auf. Das sind gute Voraussetzungen für eine Fortsetzung der Fahrt auf dem tollen Ungaroring. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschau.